Meine Kinder, die waren noch sehr klein. Und um diese zu beschützen, entwickelte ich ein Bewusstsein für die Natur und fürs Klima. Zu Hause im Kleinen, was so ging. Richtig bewusst wurde es mir, als man mir mein Zuhause wegnehmen wollte. Gespräche im Dorf zeigten mir, ich bin nicht allein. Ist es denn noch nötig, diese Zerstörung für Braunkohle zur Stromgewinnung? Ich beschäftigte mich sehr mit dem Thema und stellte mir vor, die Welt nur ein bisschen verändern zu können. Die Auswirkungen sind gravierend. Die Notwendigkeit ist nicht mehr gegeben. 27.000 deutschsprachige Wissenschaftler sagen, es ist dringend Zeit, aus der Kohle auszusteigen. Die Energiewende ist nicht länger eine Frage der technologischen Umsetzbarkeit, sondern eine Frage des politischen Willens. Die Leute bereisen die ganze Welt und auf der Suche nach der unberührten Schönheit der Natur. Hier wird sie zerstört, wird fruchtbarer Ackerboden vernichtet, die Dörfer werden platt gemacht und die Menschen ihrer Heimat beraubt. Wir müssen diese besonderen Orte schützen. Wir müssen sie erhalten. Wir können beschützen, was noch existiert und das wiedererschaffen, was verloren ging. Heimat, das ist ein tiefes Gefühl. Die Heimat oft besungen. Das Heimweh viel beweint. Kaienberg mit seiner alten Kirche und den vielen unter Denkmalschutz gestellten Häusern und Kreuzen, das ist meine Heimat. Hier bin ich zu Hause. Heimat, das ist da, wo man verwurzelt ist. Heimat, das ist da, wo man sich wohlfühlt. Heimat, das ist in meiner Seele. Heimat, das ist in meinem Herzen. Nein! Ich möchte meine Heimat nicht verlassen. Und um meine Heimat zu retten, gebe ich all meine Kraft und dafür kämpfe ich. Wir alle haben nur eine Welt. Wir alle haben nur ein Haus. Und wir alle haben nur ein Klima. Ich habe keinen Berg zu retten, aber wir alle einen Planeten.